Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Elden Ring, liebe Freunde. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen grinden. Das bedeutet also, stellt euch darauf ein, dass wir jetzt hier immer wieder diesen Part wiederholen, weil hier kann ich extrem gut Runen grinden, um so ein bisschen mein Level zu steigern. Was ich auf jeden Fall brauche. Also ich muss mein Level auf jeden Fall ein bisschen erhöhen, damit es ein bisschen angenehmer wird. Und deswegen, ich teste jetzt mal die gute hier. Autsch. Ja, da seht ihr schon, da kriegt man auch sehr gut Runen zusammen hier. Zack. Sind wir schon fast bei 5000 Runen. Das machen wir jetzt ein bisschen, damit ich ein paar Level erhöhen kann. Zack. So. Ich glaube, damit werden die Monster auch zurückgesetzt, ne? Ja. Also ein Run bringt ungefähr 8000 Runen. Zack. Ich glaube, ich gucke, dass ich hier runter jumpe immer. Und die einfach noch mitnehme. Das geht ja ruckzucki hier. Zack. Interessante Farm. Wieso, Dirty? Ist das nicht effizient, was ich hier mache gerade? Ich krieg doch gut Runen hier zusammen. Streifen weißen Fleisches. Viel Spaß noch so, Elden Ring ist nicht so meins. Jo. Bis dann, Snoop. Geiles Game. Kann man nichts gegen sagen. Östlicher Wall. Weiter geht's. Guck mal, wir haben schon 21.000 zusammen. Das geht richtig schnell hier.
Habe ich schon 28.000. So, Farmrouten sind schon geil, ja. Ja, ich werde das jetzt natürlich nicht ewig machen, ne? Also, ich wollte es jetzt nur mal ausprobiert haben. Es gibt natürlich im Spiel auch später noch viel effizientere Wege, Runen zu farmen. Anzi ist leider noch nicht da, weil der hatte mir gesagt, es gibt in dem neuen Gebiet, wo ich jetzt hin kann, eine Möglichkeit, dass ich mir eine Rüstung farmen kann. Er meinte auf jeden Fall, da gibt es eine Rüstung, die ich holen kann. Der Schaden ist schon geisteskrank. Kite for life, moin! Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Klar, und bei dir alles bestens. Danke, danke. Wir gucken jetzt mal, wie viel ich für ein Level brauche. Aber ich müsste jetzt eigentlich schon gut was zusammen haben. Also ein Level-Up müsste schon fast drinne sein. Ja, ist sogar. Die Frage ist, was macht mehr Sinn gerade? Das skaliert mit C in Geschicklichkeit. Das ist das Beste, ne? Also von dem, wo es jetzt aktuell skaliert. Also Arkanenergie hat D und Stärke hat E. Und ich glaube, je niedriger der Buchstabe, also zum Beispiel A wäre jetzt noch besser. Oder? Ja, okay, alles klar. Also dann macht es, glaube ich, erstmal Sinn, wenn ich jetzt bei Geschick dann ans Cap gehe, also 48 Geschick. Gut, aber das werde ich jetzt nicht alles hier heute grinden. Das ist, glaube ich, dann bin ich hier, glaube ich, 8 Stunden dran. Wenn ich schon jetzt pro Level 50.000 Seelen brauche, oder besser gesagt Runen. Aber Arkan gleich Blutungsschaden. Also das heißt, dass ich den schneller aufbaue, Dirty. Dass der der prozentuale Proc, der macht dann mehr Blutungsschaden. Horn des Gesandten.
Weil ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn du sagst, dass du mehr Blutungsschaden machst, dass dann der Proc schneller aufbaut. Weil wenn der Proc damit schneller aufbaut, dann hätte das natürlich Sinn gemacht, ne? Aber wenn der Proc mehr Schaden macht, je höher der Arkanwert ist, ist natürlich auch eine Überlegung wert, ne? Aber dann habe ich dann nur was von, wenn ich auch Procs hinbekomme bei den Gegnern. Ja, das hatte ich mitbekommen, Koto, aber ich weiß halt nicht, wie genau das funktioniert. Da bräuchte ich so einen Guide, jemand, der mir sagt, wo ich genau hin muss und anfange damit. Das mit dieser Palastallee habe ich mitbekommen. Da sind so Viecher alleine, die geben schon 50.000 Runen oder was das war. Meckenheck, Dankeschön für 12 Monate. Liebe geht raus. Ach, scheiße. Hast du im Inventar noch solche Runen, ja? Aber die benutze ich jetzt gerade nicht. Also ich use die eigentlich immer nur, wenn ich kurz vorm Level-Up bin und nur ein bisschen noch fehlt. Das sind auch jetzt nicht mehr so viele krasse. Na, die Mods machen das, wenn ungefragt was kommt. Also, das Ding ist, dass, also, in der Hinsicht wäre der Hinweis jetzt nicht schlimm gewesen, aber du hast halt direkt was mit der Questline und so geschrieben. Und die Mods, die tun halt direkt Timeouten, damit die Leute halt nicht hier spoilern, Backseat Gaming betreiben oder so. Hättest zum Beispiel jetzt geschrieben, es gibt eine Möglichkeit, da kannst du noch schneller und besser farmen, dann hätte ich da natürlich auch direkt gesagt, so, jo, kannst mir das schreiben, ne? Dann hätten die Mods dich auch nicht getimeoutet. Deswegen am besten immer nicht direkt schreiben, irgendwie, es gibt eine Questline bei dem NPC, ne? Ich meine, ich weiß sowieso nicht, was du genau meinst, weil ich kenne mich da nicht so aus. Aber man kann den Mods das nicht übel nehmen, weil es gibt auch Leute, die kommen rein und versuchen einfach nur stupide zu spoilern. Was halt giga nervig ist. Och komm. Also der Angriff hat auch eine geile Range, muss ich sagen. Der verbraucht aber sehr viel FP. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist in diesem unterirdischen Reich, ne? Da ist auch zum Beispiel, wenn du mit Bogen spielst, so ein Vogel, den kann man kiten. Also, dass der in den Abgrund läuft. Und man dann von dem Dings kriegt. Runen. Aber ich habe keinen Plan, wie ich da hinkomme. Die Stelle hier zum Beispiel kannte ich und deswegen habe ich die jetzt genommen. Ich kann dir das sagen, wenn ich darf. Klar, dann schreib mir das ruhig. Der Typ mit der weißen Maske gibt Move zu den Rosenkirche in Illyria.
Nachdem du Godric getötet hast, musst du zudem... Boah. Okay, wer war nochmal Godric? War das der mit dem Drachenkopf? Der mit dem Drachenarm. Okay, alles klar. Da muss ich hin. Zu Rosenkirche musst du. Okay, ich mach noch einen Run da, dann kann ich noch schnell ein Level abmachen hier und dann gehe ich erstmal dahin, wo Godric war. Weil da ist ja der Typ, ne? Oder ist das der, mit dem ich gelabert habe, nachdem ich den besiegt habe, der da an seiner Leiche stand? Das ist ein anderer, okay. So. Ich glaube, einen muss ich noch besiegen oder so. Achso, es ging nur darum, dass du Godric besiegt hast. Okay. Ja, ich muss noch ganz kurz ein, zwei besiegen. So. Dann gehe ich in Arkan, wenn das mehr Blutungsschaden macht. So. Okay. Ja, gut. Wo ist denn dann die Kirche, zu der ich soll? Bei der Rosenkirche ist der. Welche ist denn das? Im Seegebiet. Da ist die Rosenkirche. Alright. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich hier hingehe. Ich habe eigentlich niemanden umgebracht.
Hier, ne? Habe ich noch eine Markierung hier? Ja, in die Richtung, ne? Ist die denn? Alright, hier. Ah, there you are. You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table home. What was your impression? Muss ich hier was Bestimmtes nehmen? Ich glaube, das erste. Aha, your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Oh, I have a gift for you. Something fit only for the wise. Blutiger Eiterfinger. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my Lambkin. Das Item brauche ich? Be sure to try. There's no reason to the tarnished was spurned by grace. Forsaken by the two fingers. And now they ask you to your loyal. Jupp, damit muss ich jetzt zum alten Altos-Plateau. Wo ist das Altos-Plateau? Über dem See. Das Gebiet hier. Oder das hier. Ja, okay. So, und wo genau ist dann hier der Eingang dahin? Das hier scheint eine Arena zu sein. Oder ist das ein Teleporter, ein Aufzug nach unten? Ist ein Aufzug. Ist das der, wo ich damit dort runterkomme, wo der ist? Die Gebäude da drüber. Hier ist der Spot. Okay. Alter, da muss man aber ganz schön weit laufen, ne? Machen wir mal hier. Gehen wir mal zum Baum der Pracht. Der Baum der Pracht, da haben sie sich ein Beispiel an mir genommen. Ich bin nämlich auch Pracht. So, jetzt werden erstmal die TikTok-Zuschauer wieder getriggert von mir. Von mir Prachtkerl. Da musst du nach einem roten Siegel auf dem Boden suchen. Alles klar, wird gemacht. Oh,
Oh, ich glaube, das ist das, wo ich direkt One-Hit bin, wenn das vorläuft, ne? Mit dieser weirden Pest. Minigun, moin! Flexi, moin! Was mir echt ein bisschen in dem Game fehlt, muss ich ehrlich sagen, ist das, also, Wechseln von Ausrüstung und Waffen und so. Ich finde, ich kriege viel zu selten neue Waffen oder Rüstung. Ich habe fast das ganze Spiel nur mit diesem Ushigatana gespielt. Und jetzt habe ich dieses Blutdings und ich glaube, mehr werde ich jetzt gar nicht mehr zu sehen kriegen, ne? Kommt noch, keine Angst. Das ist aber nicht richtig, wo ich hier bin, ne? Ich muss runter. Gut, aber ich spiele ja so ein Blutbild, ne? Ich glaube, bei mir macht nichts anderes mehr Sinn, oder? Also ich hätte schon gerne bessere Ausrüstung in dem Sinne. Oh shit. Nehme ich die auseinander. Rüstung? Was genau meinst du damit? Ja, Rüstung. Also eine bessere Rüstung. Bessere Rüstung, Helm. Geil. Ich gehe aber schon gut ab, oder? Kurz einen Schluck trinken. Noch einen Schluck trinken.
So. Nee, Schlawuzzi. So, jetzt gehe ich erstmal weiter. Bin schon viel zu lange mit denen jetzt hier wieder, glaube ich, aufgehalten, ne? Ist plus 9 die Flasche schon eigentlich sehr hoch? Ich habe nämlich das Gefühl, dass meine Flaschen noch sehr schwach sind. Ich muss irgendwie 2 süppeln, um mich voll zu heilen. Geht bis plus 12. Also habe ich einfach, glaube ich, viel zu viel Leben. Lol, bin ich dran vorbeigelaufen. Oh ja, da sind die Ruinen. So, nach dem roten Symbol auf dem Boden muss ich Ausschau halten. Dieses Pferd, das triggert mich so unfassbar. Moin Felix, warum triggert das Pferd? Weil du versuchst immer an so Felsen hochzuspringen und dann reicht das mit dem Doppelsprung nicht. Was lacht denn da so? Hier unten hin. Ne, da kommt ein Bossfight, ne? Nach dem roten Symbol. Nein, kannst du ja aber erkunden. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe, ne? Ich weiß ja nicht, was da für ein Gegner kommt. Egal, wir testen's. Blutige Helix. Zu wenig Stärke. Stoßschwert. Bisschen weiter nördlich, hat sie gesagt, ne? Thank you.
Ist auch noch eine Ruine. Hier? Invade ich da jetzt einen anderen Spieler, wenn ich das mache? NPC, okay. Dann invade ich den NPC. Ist das der NPC? Was ein Loser. Er ist fetter als Big Mac und trotzdem liebt deine Mama mich so sehr. Die kocht so gerne für mich, das ist insane. So, jetzt gehen wir zur Kirche. Nein, ich bin insane. Insgesamt gibt es im Game 309 Waffen und 72 Rüstungssets. Ja, aber die Rüstungen sind ja nur kosmetisch. Enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my Lambkin? Salb mich! Oh ja! yes. Who would have it any other way? Now, take this. Gunst des Fürsten des Blutes. Alter, das klingt geil! For your fine... Ey! Mit dem Blut einer Jungfer. Okay, mit Blut tränken. Wie funktioniert das? Keine Ahnung, wo ist die, Koto? Church of was? Inhibition? Die hier Kirche der Gelübde? Ja, die.
Nee, die da drüber. Die hast du noch nicht. Ah, da. Alright. Holen wir. Easy going. Da muss ich, glaube ich, an der Seite erstmal runter. Wow! Eine Gnade, die holen wir. Christfeuer, danke schön für 52 Monate. Vom Aufzug, da ist kürzer. Ah, okay, ich kann hier dann komplett hoch, ne? Ja. Alright, machen wir. Was zur Hölle? Bro, Wahnsinn! Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Nein, bitte! Was ist das denn? Außer... Nein! Ich dachte, ich wäre außer Reichweite. So, jetzt ist aber gut hier. Dorf der rasenden Flamme. Hallo? Rasende Flamme. Ich glaube, ihr seid nicht bereit, ein Dorf zu beschützen. Och nö. Invader. Oh.
Bro, der kann ja auch Wahnsinn die ganze Zeit verursachen. Mike's Kriegsspeer. Hier krieg ich auch noch eine Träne. Geil. So, okay, alright. Was genau muss ich jetzt machen? Ja, habe ich das jetzt schon Blut getränkt oder wie? Ah. Beep, 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 beep. Ist das nicht da, wo ich jetzt hingehe, auch der Bossgegner dort, den man besiegen muss, um im DLC dann loslegen zu können? Ich bin mal gespannt, ob das DLC wie so eine Art Endgame-Content ist, dass das richtig, richtig schwer ist. So wie ein Monster Hunter, wenn die einen DLC bringen. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dinar. This noble blood will be an immutable badge of honor. Willst du das Game, bevor das DLC kommt, durchhaben? Ja, klar. Bin auch auf einem guten Weg. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Never forget that feeling of agony. For it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my Lambkin. Radan ist der, der in der Wüste kommt, da, ne? Ist das ein optionaler Boss normalerweise oder wie? Nee, ne? So, wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ich muss nur noch den Finger benutzen. Oh, another thing. Medaille des Reinblutritters. By the new Moguin Dynasty, with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait. Until the Moguin Dynasty commenced. Luminary Moog yet slumber. We must endure. Aber der sagt, ich soll die nicht benutzen. Also diesen Radan oder wie der heißt, habe ich besiegt. Den habe ich auch ohne NPCs gemacht. Den einzigen NPC, den ich geholt habe, war dieser Alexander. Und der war schon richtig Bruch, der Boss. Solo. Also ich habe den komplett ohne irgendeinen NPC besiegt. Bei dem habe ich richtig, richtig hart getried.
nutzen. Ist hier irgendwo eine Gnade? Ist aber mittlerweile auch nicht mehr so stark wie am Anfang. Ja, aber trotzdem komplett ohne NPCs. Haben die Leute gesagt, ist ja eigentlich richtiger Bruch, der Boss. Also, dass man normalerweise dort die ganzen NPCs auch ruft. Generell glaube ich, viele von den Leuten, die hier in meinen Stream reinkommen und mir was erzählen wollen, das sind so NPC-Spieler. Die rufen sich überall NPCs zur Hilfe. Boah, viel geben die hier noch nicht, ne? Durchlaufen einfach. Ja, okay. Genau da geht's zum Boss. Farm ist hinter dir. Wo? Was? Wie? Wo? Farm hinter mir. Darunter oder wo? Weg runter. Da lang oder was? Ganz runter und da dann links halten. Ach so. Die halt recht. Was denn jetzt? Oh, also wirklich. Ihr macht mich gerade richtig aggressiv. Links, rechts, links, States, rechts. Oh, wer bist du denn?
rufen. Oha. Schmiedestein 7. Die machen aber böse Damage. So, niemand außer Koto gibt jetzt Tipps. Jeder andere, der es macht, wird jetzt gebannt. Das ist ja geisteskrank. Also wirklich. Ist ja wirklich geisteskrank, was die Leute hier für ein Bullshit teilweise schreiben. So, musst erstmal die Treppen runter, dann musst du in die rechte Richtung, aber halt dich an der linken Wand davon. Also quasi hier aber linke Seite. Hier soll ich farmen. Boah, Digga. Oben ist ein Grace, okay. Guck mal, ich habe jetzt schon 50.000 Runen. Okay, ich glaube, ich gehe voll in Arkanenergie, um meinen Blutungsschaden zu erhöhen.
Okay, hier kann ich auf jeden Fall sehr viel holen. Holy shit. Können die auch Runen droppen noch? Das ist geil. Hier farm ich jetzt ein bisschen erstmal. So. Guck mal, sind wir schon bei 72, fast 74.000. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich den Unterschied merke, sobald ich anfange, sobald die Arkanenergie dann deutlich höher ist, ne? So im 40er-Bereich. Das müsste ja eigentlich nochmal einen massiven Unterschied machen, oder? Nee, den goldenen Skarabäus habe ich leider nicht, den Talisman. Also ich werde mit meinem 600er Level-Char reingehen. Level 600? Digga, wie hoch hast du denn die Stats alle? Rusht man da nicht einfach voll durchs Game durch, wenn man so stark ist?
Was erhöht man denn noch an Stats, wenn man so viele Stufen hat? Weil ich konnte zum Beispiel Leben nur auf maximal 50 machen. Also Kraft, glaube ich, war das. Geht alles bis 99. Oh, scheiße. Aber ist nicht so schlimm. Da kann ich ja noch viel mehr Leben rausholen. Ich spiele Samurai, ja. Visiert er da ganz unten einen Gegner an, also. Das Anvisieren ist manchmal in dem Game wirklich richtig, richtig kacke, finde ich. Schade. Der ist weird, der eine da an der Klippe. Jo, bis dann, Koto. Junge, da kann ich mich jetzt richtig, richtig stark farmen. Sodass der Bild auch dann wirklich zur Geltung kommt. Das ist auch der stärkste Farmspot im Spiel. Ja, okay.
Fucking moin! Ja klar, Junge! Was denn sonst? Muss immer einen guten Vorrat haben von Kaktus-Eisdosen. Die sind sau lecker. Gibt gerade 25% Rabatt mit dem Code G-Time bei Level Up. Boah, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch ein paar hier, dass ich immer wieder nachräumen kann, wenn ich ein bisschen leer gemacht habe. Der wird ja gefühlt nicht leer. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier heute erstmal noch ein bisschen fleißig grinde und mich schön Level Up mache, dann sollte ich gut wieder vorankommen. Schade. Liefern die in die Schweiz? Liefert Level Up in die Schweiz? Ich meine ja. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, Tarking, weil die gibt's auch mittlerweile in Amerika, in Italien und so. Keine Sorge, G-Time, du kommst auch die Runen von denen, die runterfallen. Ah, okay. Kriegen die so viel Fall-Damage, wenn die da runterfallen, Dakobert? Die sind geisteskrank lecker, Tarking. Wirklich. Das ist mit Abstand eins der besten Produkte, was sie rausgebracht haben. Finde ich persönlich. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, weil da ist auch Zucker drin, aber die haben sich extrem gut verkauft und anscheinend haben die Leute Bock auf zuckerhaltige Softgetränke, ne? Der Damage. Muss nur ein bisschen aufpassen. Der Damage haut schon gut rein da. Feierst du das Spiel? Ich find's geil, ja. Irgendjemand hat was hier auf TikTok gesendet. Dankeschön. Liebe geht raus. Und wieder 3 Arkanen Energie mehr. Dirty, meinst du, Anzi wird stolz sein, wenn ich hier richtig schön reingrinde? Au, aua. Gönn dir, dankeschön. Das Geile ist, das ist immer direkt in der Nähe von der Gnade und so, da kann ich auch gut den Chat nebenbei lesen.
Auch wenn ich mal drauf gehe, ist halb so wild. Da kannst du dich super hochleveln. Was wäre denn so der Stand, wo man bis wo man hier gut gehen kann? Haben wir die ganzen Grounded-Videos auf Variety Time angeschaut? Echt geiles Spiel, ja, auf jeden Fall. Da wird es auch noch einen New Game Plus Run dann von mir irgendwann geben. Aua. Da ist er über mich drüber gerädert. Ja, habe ich leider jetzt gerade, glaube ich, nichts. Not for you. Müsste ich mal schauen. Schaden. Wait, ich guck mal eben Ausrüstung. Na, ich glaube, ich habe keinen Bogen, ne, dafür. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, einen Bogen auszurüsten.
Ich krieg den nicht getroffen. Hä, hey, warum nimmt der die Pfeile da nicht? Hm, keine Ahnung, Leute. Nee, nee, wir machen nicht mehr weiter. Wie viel brauche ich schon für einen Stufenaufstieg? 50.000 mittlerweile. Aber ich kann jetzt die auch schon mal auf 30 machen. Ich bin jetzt schon in Stufe 94. Digga. Das Drehen von denen ist wirklich geisteskrank nervig. Was ich gerade mal fragen wollte. Ich habe ja jetzt hier so eine Rune gefunden. Macht es Sinn, dass ich die gleich nutze? Die Numen-Rune. Ich weiß ja nicht, sind die stark? Muss vielleicht auch mal überlegen, ob ich doch noch mal ein bisschen mehr Ausdauer demnächst mache. Die ganze Zeit das Gefühl, dass meine Ausdauer viel zu wenig ist. Na gut, aber wenn ich verbessern will, kann ich mich auch jederzeit hierhin teleportieren, oder? Da kann ich hier mir eben schnell 100.000 zusammenfarmen, dann reicht das doch, oder? Ich weiß ja nicht, wie teuer das auf späteren Stufen wird, das Verbessern. Momentan kann ich, glaube ich, sowieso nicht verbessern, weil ich dafür diese Dunkelschmiedsteine brauche. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche für meinen Blutkatana. Ich weiß nur, dass das, glaube ich, ziemlich teuer war.
Ja, das denke ich nämlich auch, Dagobert. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so giga viel gewesen. Egal. Das sind wieder zwei Punkte, die ich jetzt verteilen kann. So. Was denn so die Empfehlung? Welches Level sollte man sein am besten für das DLC? Gibt's da schon irgendwie Infos, was man am besten für ein Level haben sollte? Ist das auch das, was man braucht, um den Boss dafür zu besiegen, um in das DLC zu kommen? Oder schafft man den auch schon vorher, wenn man möchte? Gut, ich meine, man kann theoretisch jeden Boss, glaube ich, mit Level 1 schaffen, aber wenn man jetzt ein Durchschnittsspieler ist. Den kannst du auch locker schon mit 100 machen, okay. Nee, den Talisman habe ich jetzt nicht, aber der ist auch nicht so geisteskrank wichtig. Was ich noch habe, sind diese Federn, die kann ich vielleicht gleich mal nutzen. Schade. Ich habe gedacht, ich kriege den erwischt und der wird aus dem Rad rausgehauen mit dem Angriff. Aber leider ist das nicht der Fall. In der linken Hand habe ich das Uchi-Katana. Und in der rechten habe ich das Blut-Katana da. Das ich weiß gar nicht, ob es für die Offhand noch was Besseres gibt als Uchi-Katana.
Okay. Ich glaube, so eine leichte FP-Regenerierung wäre auch nicht schlecht, ne? Da kann ich eventuell den hier austauschen. Den hatte ich auch vorher drinne. Ja. Stufenaufstieg. So. Ah, wait. Trank. So. Zack. Ich glaube, mit dem, was ich jetzt gleich an Level habe, da kann ich auch mal versuchen, gegen den Boss zu fighten. Das wird wahrscheinlich schon einen gigantischen Unterschied ausmachen. Oh ja, ich bin schon wieder jetzt dabei, dass ich zwei Level kriege, was man machen kann. Also aktuell ist, glaube ich, ein Run immer fast ein Level. Ich mache mir mal die Stats, die mir Anzi geschickt hat, auf, damit ich genau weiß, wie ich was skille am besten.
Zack. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt hier schon dabei? Ich meine, die XP-Rate ist halt absurd krank. Das ist so insane. So. Da. Zack. So. Sehr schön. Dann ist wieder ein Punkt zum Verteilen. Zack. Ich würde sagen, ich hau mir jetzt auch noch mal so einen Krähenfuß rein hier, so einen goldenen. Oh, das war natürlich jetzt doof. Dann gehen wir erst über die rechte Seite jetzt, dann kann ich die Runen gleich einsammeln. Oh, da sitzt ja noch einer. Ich glaube, jetzt kann ich gleich auch wieder hier nach 2 Punkte verteilen. Dadurch, dass ich jetzt eine geile Fähigkeit habe, merke ich aber auch, wie wenig FP ich habe, weil ich würde die gerne mehr nutzen, aber die ist halt sehr schnell leer, ne? Die FP-Leiste. Ist halt die Frage, ob es Sinn macht, dass ich ein paar Level jetzt in Geist stecke, um mehr FP zu haben. Aber dann kann ich auch mehr mit der Special die Gegner töten, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel kriegt man dazu, wenn man Geist erhöht? 3 Punkte. Ich glaube, das ist nicht so viel, ne? Da gehe ich erstmal weiter auf Damage. Thank you.
So. Zack. Freitag kommt das DLC raus, ne? Wie ist das eigentlich mit der weißen Maske für bessere Blutung noch? Kann ich mir die auch schon besorgen oder kommt die erst später, die weiße Maske? Die ist in dem Gebiet, wo du bist. Doch, Sekua, das, was ich hier mache, das lohnt sich richtig. Das ist saugeil. Ich mach übelst die Level gerade. So spielen die ganzen Pros in dem Game wie ich. Spielst du noch Monster Hunter? Ja. Ich freue mich auch schon sehr auf Wilds. Hab ich richtig Bock drauf. Nee, das, was ich mache, ist das Schnellste. Bitte nicht irgendwelche Sachen verbreiten, die nicht stimmen nachher. Damit tust du bei mir gucken viele, also viele fangen auch Elden Ring an, weil ich das zocke. Und die verwirrst du jetzt, weil du denen was ganz anderes sagst, was nicht richtig ist. Schade, ich wollte ausweichen. Was ist Wilds DLC? Nein, das ist ein neuer Monster Hunter Teil, der kommt nächstes Jahr. Mit einer riesen Open World. Das wird das erste Monster Hunter, was komplett Open World basiert ist. Und nahtlosen Übergang zwischen Stadt und Jagdgebieten und Quests gehen nahtlos über und alles. Das wird geisteskrank. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe alle möglichen Farming-Spots ausprobiert und das ist mit Abstand der beste. Ja, vertraue ich auch drauf. Das ist der beste Farm-Spot, den ich hier mache. Thank you.
So. Nochmal zwei Level. Glitch. Also mit einem Glitch, da spielen ja nur Leute, die kacke sind. Also ich... G steht für Grind und nicht für Glitch. Also, ein Glitch, das nutzt wirklich nur Loser. Frag mich, was Anzi meinte, was ich mir schon für eine neue Rüstung holen kann, eine gute, für mein Bild. Das Problem ist, Anzi ist heute anscheinend gar nicht da. Oder der kommt erst noch. Dann könnte er mir sagen, was er meint. Er meinte eine Rüstung in dem Gebiet, wo ich gestern war, im Schneegebiet. Immer wenn ich auf den Chat achte, dann krieg ich das Rad rauf. Dann krieg ich das Rad reingedrückt, wenn ich auf den Chat achte. Nee, er meinte gestern im Schneegebiet, da gibt's wohl eine Rüstung, die ich holen kann. Muss ich warten, bis er da ist und mir das dann sagt, was er meint. Die weiße Maske würde ich natürlich auch gerne holen, ne? Weil die sorgt ja nochmal dafür, dass ich dann, mehr Blutungsschaden mache. Angriff, ne? Die Special, die ist so geistesgestört stark. Arkan habe ich jetzt.
So. Wenn du willst, mach noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit für mehr Grundschaden, ja? Aber wenn ich den Blutungsschaden durch Arkanenergie erhöhe, das bringt nichts, dass sich schneller die Blutungsleiste beim Gegner aufbaut, sodass er den Brock kriegt, ne? Oder hat das Einfluss darauf? Weil das habe ich jetzt vorhin noch nicht ganz verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass Dirty mir das so beantwortet hat, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Moin, Chadeli. Schnellere Blutung bekommst du auch durch Aufwerten der Waffe. Ja, ja, aber das ist ja trotzdem noch immer nicht die Antwort auf meine Frage. Was hat das zu bedeuten, wenn die eigentlich so goldene, leuchtende Augen haben? Geben mehr Runen. Ah, okay.